So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zum 22. Türchen des Kisan Pirates Adventskalenders 2020. Ja, der vorvorletzte sozusagen, ne, ist ja bald schon Weihnachten. Und ich dachte mir, hey, du hast ja jetzt das neueste DLC von Planet Zugol, deswegen zeigst du den Leuten mal, was Planet Zoo eigentlich ist. Planet Zoo geht eigentlich darum, wir bauen unseren eigenen Zoo. So. Es gibt verschiedene Modis. Es gibt die Karriere, wo wir halt die Zooverwaltung übernehmen für verschiedene Zoos. Es gibt Franchise-Zoos, das heißt im Grunde, wir können einen Zoo bauen und online halt mit anderen Leuten, die das Spiel spielen, Tiere handeln. Dann gibt es die Herausforderung, wo es dann offline halt noch ein Zoo gebaut wird und dementsprechend noch zusätzliche Herausforderungen gibt. Den Sandbox-Modus, wo es keine Einschränkungen zum Bauen gibt. Und natürlich meine Zoos. Aber wir wollen heute, einfach um reinzukommen, ein bisschen die Karriere machen. Ihr seht, ich habe schon ein paar kleine Aufgaben hier auf Gold erledigt. Ne? 4 Stück, um genau zu sein. Es gibt hier dementsprechend, ne? Das hier sind jetzt alles zum Beispiel die Aufgaben von den ganzen DLCs und dem Normalspiel. Ne? Hier unten ist das Arktis DLC zum Beispiel, das, was wir ja auch noch nicht so kennen. Ne? Ich würde sagen, auch wenn ich das schon auf 100% habe, fangen wir vorne an, um halt auch für euch auch ein bisschen besser reinzukommen. Errungenschaft erreicht, Ausbilder. Ah, hi, Artematu. Tut mir leid, ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau nennt mich Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart
Und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut, ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen. Moment, ich muss kurz mal was schauen. Okay. Weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Zack. Ne? Finde das Gehege der Grizzlybären. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Mika. 7,2 Jahre alt. Hier erhältst du die verschiedensten Informationen über dein Tier, wobei das Gesamtwohlbefinden für dich am wichtigsten sein wird. Du lernst heute noch mehr über das Wohlbefinden der Tiere, wenn wir uns mit deinen Zielen beschäftigen. Aber erfreuen wir uns erst einmal an diesem wunderbaren Tier. Wähle die Kamera im unteren Bereich des Infofensters aus. Wait. Irgendwie... Grafisch ist da irgendwie gerade nicht so toll angepasst. Weil sonst immer war das immer so schön angezeigt. So, kurz warten. So. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Viel besser. Oder, Leute? Viel besser. Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Zack. Ab nach draußen. Und einmal die Löwen. Der Panthera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. Alles klar. Hier haben wir ein leeres Gehege. Ein Warzenschweingehege. Okay. Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Jo. Dann haben wir hier zwei Warzenschweine, männlich-weiblich natürlich, ne? Sehr gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte gelehrt. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Warum denn? Will ich doch. So. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert. Wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? So. Normalerweise sollten die nicht ins Gehege direkt, sondern eher in die Quarantänezone. Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Die holen gerade die Kisten.
Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Gut, so. Dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus 4 verschiedenen Bereichen zusammen. Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Ja. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Alles klar. So, jetzt soll ich natürlich eine Futterstelle und so. Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu. Oh. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. So. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Spielzeug? Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Schön durchs Schlammbad rennen. Das nenne ich Tierpfleger. So, finde den markierten Bereich. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg, deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Okay. Ja, ne, so baut man sich halt nach und nach den Zoo ein bisschen auf, ne? Wobei ich bisher selber noch nicht großartig sowas hingekriegt habe, so ein riesen Dings. Oh, bevor du aber anfängst, das Straußengehege zu bauen, solltest du das Spiel pausieren. Klicke dazu einfach auf die Pause-Taste der rechten unteren Ecke. Dann lass mich jetzt mal hier weitermachen. Hm? Ach, so mag ich das. Eine kleine Pause. Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Zuerst müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Jedes Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. So, bitteschön. Und jetzt lass mich hier mal fertig machen. Gut, stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Okay. Na, du sollst aber bei 9 sein. 9 habe ich gesagt. So. Und jetzt einfach als Szene. Ne, mit 10. Schön. Zack. Gut gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Okay. Nee, okay. Dann machen wir das so. Zack. Nein.
Die. Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. So, schön am Rand mit hingestellt. Und natürlich. Also. Bevor wir unsere Strauße aufnehmen, solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Denn wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das auch für unsere Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder? Ja, macht Sinn. So, holen wir uns gleich mal alle vier. Außerdem kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der Schnellvorlauf-Schaltfläche erhöhen. Dann vergeht die Zeit doppelt oder fünfmal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wow! Das nenne ich mal nett. Höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch vier für hier. Gehege. Während wir warten, dass sie von den Zoopflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. So. Beschäftigung hier. Katsching. Und damit haben wir... Ich bin froh, dass die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen können? Hoffentlich reißen die nie aus. Wenn die geblitzt werden, die Bußgelder würden uns ruinieren. Wow. So, da haben wir jetzt unsere Straußen. Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Blitzerwitz gemacht? Echt, jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor. Deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Machen wir das so hin. Ne? Ja, das weiß ich. Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Jo, alles klar. Zack. Ausgezeichnet. Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Wow. Und weil du gerade den Strom hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Könnte es sehr, ist nicht weit weg. Könnte sehr freiläufig sein, sage ich jetzt mal. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten, aus Beton und Glas.
Mach dich an die Arbeit und baue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Und die Umzäunung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Ja, ja. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Ja, alles gut. Bisschen so hin. Na, ein bisschen hier so. 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 Da schließen wir jetzt dann nämlich mit dem ab und bauen hier am Rand schön weiter, damit wir schön hier Dings haben. So, dann machen wir hier jetzt komplett dicht. Zack. 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 Und zack. So, dann brauchen wir natürlich auch einen Mitarbeiterzugang. Bauen wir das, den Mitarbeiterzugang einfach mal hier irgendwo hin. Na? Ging doch eben. Ja, dann bauen wir ihn halt dahin. Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. 3,70 Meter. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehege-Umzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Machen wir 2,75. 3,75. So. Da das Gehege jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen. Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht satt. Einwegspiegel. Nein? Okay, dann. Das finde ich ein bisschen doof, dass man hier in diesem Tutorial das nicht direkt so alles dingsen kann. Aber ich glaube, machen wir hier und hier einfach dann alles zum Glas. So. Okay, eine Spendenbüchse. Bauen wir dahin. Die Einfassung ist fertiggestellt, der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können so jetzt einige Königstiger aufnehmen. Zack. Zack. An Zoo senden. Während die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Jo. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Okay. Futterstation. Eine passende Futterstation. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. So. Schön jetzt, ne? Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu?
Jo, machen wir das einmal dahin. Hierhin. Okay, langsam nimmt hier alles Formen an. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu, platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Wir nehmen den Vorentwurf. Ja, so. So. Plump. Einfach mal, ne? Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Ja. Moment. Zack. Sehr gut. Gelände. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Warte mal. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Ein bisschen felsiger brauchen wir es. Ne? Also gut. Öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. So. Damit haben wir es. Alle Tiere brauchen Pflanzen ihres eigenen Bioms oder Kontinents. Du weißt schon, Wüsten, Graslandschaft, Asien, Europa. Diese Tiger benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus den tropischen und gemäßigten Biomen Asiens. Also, die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest. Dann machen wir hier ein paar. Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem tropischen oder dem gemäßigten Biom und aus Asien. Ah. Zack, zack, zack. Sieht zwar jetzt auf Anhieb nicht so toll aus, aber Silber wollte ich unbedingt noch machen. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn... So, dementsprechend beende ich hier jetzt aber dieses nette Anzocken. Denn wir sind schon am Ende dieser... Ja, dieses Türchens angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen dann zum 23. Türchen des Keystone Pirates Adventskalenders wieder ein. So, und wie gesagt, oder wie dieses Jahr bei jeder Folge, dranbleiben. Es kommt noch das Mini-Unboxing des Loot Chest Adventskalenders hier hinten dran. Und dann würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lewis. So, da sind wir auch schon beim Mini-Unboxing des Loot Chest Adventskalenders. Und zwar Tag Nummer oder Türchen Nummer 22. Das heißt, übermorgen ist es tatsächlich schon soweit. Übermorgen ist Heiligabend. Das 22. Türchen habe ich hier schon entdeckt, ne, hier wo meine Hand gerade ist. Ist auch ein ganz okay großes Stück. Mal schauen, was wir da drin so finden. Dementsprechend versuche ich es jetzt mal zu öffnen.
Hat sich leider alles ein bisschen verzogen. Brauche ich mal kurz meine schlaue Schere. Einfach um da unterzukommen. Habe nämlich keine guten Fingernägel. Und interessant. Wir haben. Wow. Wir haben tatsächlich offizielle Shotgläser von The Walking Dead. Offizielle Shotgläser von The Walking Dead. Ich meine mal, ne? An sich eine nette Idee. Ich trinke aber keinen Alkohol. Also dementsprechend auch eher keine alkoholischen Shots, ne? Ja, vielleicht so, ne, nicht alkoholische Shots könnte man da austrinken, aber naja. Da haben wir hier zum Beispiel Fight the Dead, Fear the Living. Ne? Fight the Dead, Fear the Living. Auf dem zweiten haben wir dann. Ah, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Es ist so eine Armbrust. Ne? Dann schauen wir mal, was wir darunter haben. Darunter haben wir natürlich auch zwei. Also es ist ein Vierer-Set. Ne? Da haben wir einmal. Ja, so ein Zombie-Schädel. Ne? Ich hoffe, man sieht das gut. Und einmal The Walking Dead AMC. Noch als Dings. Ah, wie gesagt, ist auch Glas, wie man hört. Ne? Ist eine nette Idee, muss ich sagen. Ich meine mal so Shotgläser in der Hinsicht, Moment, so ein fairer Set Shotgläser kann man ja für so kleine Mini-Partys eigentlich gebrauchen, so wenn man mit ein paar Kollegen so, ne, ich mit drei Kollegen irgendwie was am Feiern sind. Ja, auch wenn ich keinen Alkohol trinke, werde ich die behalten. Sind ja nett, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen und übermorgen noch ein. Beim Kisan Pirates Adventskalenders plus Mini-Unboxing des Loot Chest Adventskalenders. Aus einem einfachen Grund, ne? Die letzten 2 Tage stehen uns ja morgen und übermorgen bevor. Dann ist Heiligabend, ne? Übermorgen ist Heiligabend. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit bisher gehabt, auch jetzt weitergehend. Und dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Levers.